Hart. Hallo und herzlich willkommen zu OrgaTV, dem Internetsender der Universität des Saarlandes. Wir haben uns mal aus dem Studio rausgewagt und sind in die große, große Wildnis gegangen. Naja, wohl nicht ganz so weit, aber wir sind in die Mensa gegangen, der Universität. Denn jeder gute Sender hat eine Kochsendung. Und da euer TV ist, ein sehr guter Sender ist, haben natürlich auch wir eine Kochsendung. Aber damit ist nicht genug, denn sonst sind wir nur mindestens als Moderatoren. Ich habe nicht nur für einen Co-Moderator und nicht für die Gäste, sondern ich habe Dr. Professor Schott. Und den geht es auch davor. Ja, auch ich begrüße alle recht herzlich. Wir sind jetzt hier in der Mensa. Wir beginnen mit dem großen Kochwettbewerb. Alle warten schon sehnsüchtig darauf, dass es losgeht. Ich will sagen, damit das schwerer wird, werden wir als erstes mal ein Signal geben, dass es losgeht. Und die Interviews werden wir machen, während gekocht wird. Ich würde sagen, wir machen das mal so. Auf die Plätze, fertig, los! Genau, und dann wird jetzt auf diesem Weg gekocht, denn wir haben nicht nur ein Kochduell, sondern ein internationales Kochduell. Wir haben auf der einen Seite vom Philosophencafé, den Namen Mathis, ich hoffe, das hat sich richtig ausgesprochen. Das ist richtig, Mathis, ja. Wunderbar. Und seine bezaubernde Assistentin, Caroline, von MTC. Bitte einmal in die Kamera winken. Danke. Denn wir haben nicht nur das Kochduell der Köche, sondern wir haben auch das Duell der Assistenten. Auf der einen Seite MTP und auf der anderen Seite, das wird Ihnen jetzt Herr Schreuth verraten. Okay, ich verrate das Ganze auf der anderen Seite, da ist auch eine Assistentin. Nein, das ist die Kameraassistentin. Ja, bitte vorkommen. Diana, von Sie kommen von wo? Von Alte. Was machen Sie da? Wir vermitteln Praktikums, Auslandspraktikums und holen auch Leute hier hin und suchen Stellen. Schon viele Praktika in Küchen vermittelt? Nein, noch nicht. Das ist nicht so unser Gebiet. Warum nicht? Wir spezialisieren uns eher auf Management und Informatik. Das heißt, Sie glauben, Kochen hat nichts mit Management zu tun? Dann werden wir gleich mal den Experten fragen. Ja, ich begrüße Sie recht herzlich. Das ist hier unser Gastgeber. Vielen Dank. Ja, hat das mit der Organisation zu tun, was Sie hier machen? Aber jede Menge Organisationen. Sie sehen doch, was wir alles vorbereitet haben. Das sind jetzt wirklich nur für drei Gänge. Alles sollte ein bisschen vorbereitet sein, dem Ablauf entsprechend, dass wir auch alles schön und pünktlich über die Bühne bekommen. Das ist eine faszinierende Geschichte, wenn das unser Körper einfängt. Hier ist irgendwie ein Zeitplan dahinter. Aber natürlich. Geht das von links nach rechts oder von oben nach unten? Oder? Wie ich gerade brauche. Ich habe meine Gewürze extra stehen, ich habe meine Küchenkräuter extra stehen, ich habe meine Öle, meine Essige extra stehen, damit ich alles so greifen kann, wie ich es gerade brauche. Okay, also nicht nur von links nach rechts. Nein, das ist gekocht. Jetzt ist doch. Ja. Das ist einfach. Ja. Das ist mir gefallen, aber das ist einfach. Ach, wäre nett. Okay, gut. Und warum haben wir die grünen Kräuter hinterher gekippt? Das ist doch ein bisschen wenig Spaß. Ich dachte, du sollst erklären, dass das funktioniert. Ja, okay, und? Ja, sieht gut aus. Mal was ganz anderes. Ich würde meine Seite gewinnen lassen. Sie würden sie gewinnen lassen, okay? Ja. So, ich glaube, es ist auch mal Zeit zu klären, was es denn heute eigentlich gibt. Denn, dass jemand kocht, ist ja schon toll, aber die Frage ist auch, was gekocht und was hier gegessen wird. Was kochen Sie uns denn oder was zaubern Sie uns da eher gesagt? Also als Hauptspeise mache ich eine persische Reis. Ich meine, Persien kann man wirklich nicht sagen, dass das eine besonders gute Küche ist, im Vergleich mit Italienisch oder Französisch. Aber Reis ist eine Sache, das Perser, ich behaupte, wirklich sehr gut machen. Ja, jede Küche hat seine Vorzüge. Ja, und das ist zuerst wird Reis einfach in Unmenge Wasser gekocht. Ja. Ich sehe, Sie haben keine Reisbeutel. Nein, das ist Basmati-Reis bloß. Warum verwende ich keine Reisbeutel? Die schmecken erstens nach Beutel und Basmati-Reis ist viel besser. Und dann kommt, wenn das durchsiebt ist, mit einem Tuch darauf und das wird dann 20 Minuten das ganze Wasser ziehen, dass das Wasser, dass das Reis ganz locker und aromatisch ist. Der Reis zieht also in sich auf, damit er richtig saftig wird. Ja. Wunderbar. So, hier drüben passiert jetzt auch schon etwas. Hier wird was geschnitten. Jawohl, und zwar für unsere Vorspeise. Wir machen einen
französischen Frischkäse, gefüllte Auberginen. Französischen Frischkäse, gefüllte Auberginen, an einem runden Blattsalat mit einer Vinaigrette. Und dazu müssen wir die Auberginen schneiden, nachher kurz auf den Grill legen, angrillen und mit frischem Pesto füllen. Okay, und hier kocht schon die Nachspeise. Das ist korrekt, das ist die Nachspeise. Und zwar machen wir heute Pfannkuchen mit heißen Kirschen. Das heißt, die Kirschen hier habe ich aufgesetzt mit etwas Zucker, Zimt, Nelken. Ja. Die lasse ich kurz aufkochen und binde sie nachher etwas mit Stärke ab, stelle sie zur Seite und werde dann die Pfannkuchen damit nappieren. Okay. Das ist das Wasser für die Tagliatelle. Das ist unser Hauptgang. Wir machen Tagliatelle mit einer frischen Sahnesoße mit Tamdil. Das Wasser kocht, wir werden aber noch nicht die Tagliatelle reingeben, sondern wir werden erst unsere Tomaten nehmen. Dann nimmt man jetzt viel Öl zu, bis das Mehl... Wir werden die Strunken herausnehmen, das ist ein bisschen braun. Und dann einschneiden und werden sozusagen die Tomaten enthäuten. Okay, ab das Wasser. Ich hätte fast gesagt, dass wir das Assistentin. Ja, wenn Sie will, kann Sie kurz zu mir kommen. Ne? Assistentin, bitte, hier kommen. Ja, gut. Das heißt, Sie sehen, gleich wird sich hier überzeugt, die Haut lösen. Wir gehen dann hin, machen sie eine Schüssel, die können wir wieder kurz dann enthäuten und stellen wir einfach nochmal zur Seite. Einen kleinen Moment warten. Kann ich mal kurz irgendeine Kamera bekommen für die Energieanleitung? Da wundern Sie sich, dass Sie hier nur jeweils zwei Herdplatten sehen. Das ist die Logik des Spieles. Also die Logik des Spieles ist auch unter Endfassfaktoren zu arbeiten. Dann einfach, ja? Es wäre relativ leicht, so zu machen. Wir merken schon, dass mal jeder 4, 6, 8 Schildplatten hat. Und jetzt gehen wir hin. Nein, wir arbeiten hier unter Endfassfaktoren. Ja, wir müssen das kurz unterbrechen. Jeder hat nur genau zwei Schildplatten zur Verfügung. Gut, dann. Auch noch einen kleinen Moment. Ja. So, ich habe noch eine Nachfrage. Ja. Und was haben Sie gerade gesagt, nappieren oder etwas in die Richtung? Das habe ich nicht verstanden. Nappieren ist nichts anderes als ein gleiches Übergießen. Das haben wir übergießen. Das heißt, wir werden die Pfannkuchen, werden wir die Kirschen leicht übergießen. Muss man das nicht nehmen, so, ja? Und wenn ich mich stoßen nehme oder drücken? Ja, das ist sehr feine, Sachen, nicht so und hart. Kurz, ich kann einfach so schreiben, wie. Was, wir haben jetzt Halva erwähnt. Was ist denn jetzt genau Halva? Das ist eine Nachspeise, ja. Und zwar, das ist Mehl, das wird in Öl zuerst ein bisschen sozusagen braun. Ja. Und dann kommt. Was Karolin jetzt macht, Safran auf den Zucker und Wasser und dann wird darauf gegossen und dann wird so eine feste, ich weiß nicht, ob Sie Halva gesehen haben, das ist so. Das ist eine süße Nachspeise. Ich muss, das ist zeitbegrenzt, ich muss so machen, dass das alles fertig ist. Sonst nach und nach kann ich nicht machen. So, jetzt wisst ihr auch, warum das hier bei Orders gezeichnet wird. Das kochen ist eine echte Organisationssache. Hier sind wir. Hier ist unsere Tagliatelle. So, hier wird jetzt richtig gleich gekocht. Und hier werden auch die Tagliatelle wieder rein. Jawohl, jetzt kommen Sie dorthin, wo Sie hingehören. Jetzt kommt ein bisschen Wasser drauf. Und wie müssen wir jetzt passiert hier drauf? So eine. So. Da wir uns jetzt gerade nicht entscheiden können, was passiert, werde ich Sie verhalten und ein Glas mal unser Gewinnspiel anfangen. Das reicht. Denn wir haben von Schröder ein eigentlich das Mahlzeichen des Tages gesponsert bekommen, nämlich erstens ein Paket, ein Schlenkerpaket. Ein ganzes Paket mit Fleisch, Wurst oder was man halt alles im Grillen braucht und alles, was Schröder herstellt. Und zum Zweiten haben wir natürlich dann auch noch, wir sind im Saarland, Viola gesponsert bekommen. Wer das gewinnen will, der muss eine E-Mail schreiben an gewinne@order.uni-sb.de. Die E-Mail-Adresse halte ich euch gleich nochmal ins Bild. Und bitte immer dran denken, die Telefonnummer reinschreiben, dann wo wir euch erreichen können, wenn wir euch nicht erreichen können. Wir müssen das Fleisch ja auch irgendwie an die Leute bringen oder beziehungsweise an den Gewinner bringen. Und da das Frischfleisch ist, müssen wir das schon absprechen. Und jetzt reden wir die ganze Zeit hier von Fleisch und von Essen und hier brutzelt es weiter. Ich glaube, ich gebe mal kurz
an Herrn Scholz wieder ab, der hier sehr interessiert an den Auberginen steht. Ja, ich stelle fest, wir marschieren jetzt wirklich fünfzig. Sie kommen mit der Zeit aus? Aber natürlich. Funktioniert der Zeitplan ein bisschen eingehalten? Bis jetzt bin ich ganz gut im Zeitplan, ja. Hier alles noch richtig organisiert? Jawohl. Was sagt Ihre Assistentin? Sie trauen ihr noch nicht richtig zu. Aber natürlich. Vertraue ganz auf Sie, das ist gar kein Problem. Jetzt kommt der Schnittausschneider. Jawohl. Sie schneiden die Schnittlöcher in ganz feine Stücke rein. War das ein Grund, warum Sie es vorher nicht geschnitten haben? Ja, ich wollte einfach zeigen, auch, dass Sie sowas können, auch in der Mensa. Das heißt, Sie schneiden, wenn Sie in der Mensa kochen, den Schnitt auf den Stand? Meistens halt ja. Ja? Ja, natürlich, klar. Sie holen sich in den großen Tütchen an? Nein. Entschuldigung, das war nicht so gemeint. Das machen wir grundsätzlich nicht. Also wir versuchen schon, soweit es uns möglich ist, auf frische Produkte zu testen. Wir können es natürlich nicht immer machen, wenn wir entweder das Personal nicht haben oder auch diese Zeit nicht haben. Ja, aber jetzt, wenn der aufkommt, ist es so. Ja. Okay. Am besten nicht. So, jetzt wird die Assistentin noch eingespannt und jetzt gucken wir mal das Ja, Leben, um die Chancengleichheit zu wahren, würde ich sagen, gehen wir mal auf die andere Seite. Zum Herrn Oh, wunderbar. Da haben wir euch auch mal hier vorne die E-Mail-Adresse aufgestellt, dass eine Kamera netterweise empfangen würde. Wunderbar. Und unser Kamerakind Kati wird jetzt mal ganz nah an die Pfanne von Herrn Magid gehen. Also, das ist jetzt in soweit ist Nell. Hat seine Aroma im Öl und jetzt wird die Safran mit Zucker und Wasser, was Karin vorbereitet hat, einfach darauf gegossen. Und jetzt muss ziemlich schnell. Nee, aber wenn ich koche. Damit das keine Hühnchen ist. Oh, es gibt aber Hühnchen. Oh, das wird jetzt schnell. Wie lösen Sie jetzt die Hühnchengefahr? Das wird schnell, weil jetzt muss von Feuer weg, sonst. Ich kann doch ehrlich sein, die Ich bin alle total gespannt und stehe. Die Assistentin wollte. Und am Ende kommt ein bisschen Rosenwasser, damit die Aroma nicht weg ist. Frau, dürfen Sie das nicht haben, das Rosenwasser? Da wäre ich nämlich interessiert, wie das riecht. Wie Rosenwasser so riecht. Das ist Rosenwasser. Nein, das nicht, das kommt verdammt. Das riecht nicht nach Rose, ne? Das riecht wirklich nach Rose. Also das ist echt das... Wie macht man Rosenwasser? Nicht normales Wasser und schiebt das in die Rose? Oder? Rosenwasser mit Kaschan, das ist aus Persien. Und wie wird das dort produziert? Und das war zufälligerweise, gestern habe ich im Fernsehen gesehen, das ist jetzt Zeit, wo man Rosenwasser praktisch macht. So, und das wird allmählich jetzt... Also, ich muss noch hier bleiben, solange hier noch was ganz Tolles passiert. Das wird das schon richtig fest. Das wird jetzt. Und das wird aber immer fester jetzt. Da jetzt ist es fester. Nicht mehr groß, aber konsistent. Nein, jetzt so. Wird es praktisch. Okay, dann werden wir nochmal zum Konkurrenten überwandern. Ich gebe ab. Schön. So, jetzt gucken wir, was im Konkurrenten passiert. Ich mache mal eine Kamera auf der Mühle, die geht die andere Seite rüber. Das ist hier recht egal. So, wie leiten Sie jetzt? Ich habe jetzt die Nudeln, ich bin die Auberginen noch am Grillen. Ich kann jetzt mal anfangen. Wir haben drei Stück Auberginen, die haben wir hier. Wir haben 150 Gramm Dressur, das ist groß. Das ist nach Rezeptur immer für 6 Personen. Wir haben also jetzt hier das etwa eine Aubergine, was wir hier haben. Ja, der Dressur steht hier drüben, den habe ich mit etwas Sahne. Dann bin ich mir jawohl, der wird dann hier nachher drauf gestrichen. Und dabei den Nacken schauen. Ich merke, dass wir langsam. Fast fertig. Ja, aber es braucht nur einen kleinen Moment. Wir gucken mal kurz nach den Teigwaren. Teigwaren, also das sind jetzt Tagliatella. Sie brauchen im Durchschnitt 6 bis 7 Minuten. Ja. Man sagt immer ungefähr bei 500 Gramm Tagliatella. Nicht mehr kleben, dann ist eine Zeit, wo. Wenn nicht mehr klebt, das ist allmählich soweit. Dann lässt man das aber erkalten. Das gibt dann kalt. Das habe ich nie Zeit übrig. Sondern ich werde jetzt hingehen und werde jetzt meinen Pfannkuchenteig machen. Die Auberginen grillen, die Nudeln sind am Kochen und die Kirschen sind auch schon dabei. Genau. Jetzt gehe ich durch. Automatisch auch schon gelöst? Ja, die werde ich nachher kurz am Schluss schneiden.
Weil wenn ich die Tomaten rausschneide, ist das Brot schon rot und dann kann ich wieder alles rausschneiden. Ja. Und jetzt sind wir die Nachricht. Genau so. Okay. Ist so, jetzt mache ich es. Und das möchte ich mir das dann rein. Jetzt gucken wir mal kurz da hinten, was jetzt da passiert. Ja. Und dann machen wir das wieder. Wir machen jetzt einen Pfannkuchen. Was passiert jetzt? Wir machen einen Pfannkuchen. Das heißt, wir gehen hin, holen etwa einen großen Löffel Öl. Gehen wir hin. So, das wird jetzt der Pfannkuchen sein. Jawohl. Geht ja auf meine gebrauchte Weise drauf für heute. Ja. Pfannkuchen sein. Mehl. Okay. Mehl. Sehen wir. Haben wir, genau. Dann gehen wir hin. Ich sehe keinen Vanillezucker. Nein, sehen wir nicht. Brauchen wir den, der steht hier nicht drauf. Ja, ach, da machen wir so ein bisschen rumzufallen. Aber wenn Sie nicht wollen. Nein, ich wollte nur belegen, dass ich weiß, wie wir Pfannkuchen teilen. Genau. Jetzt? Ich wollte nur meine Kernkompetenz beweisen. Ich muss mal kurz durchfüllen. So. So, hier sind die Pfannkuchen gleich. Ja, aber wir brauchen ja nochmal hier ja, die Konkurrenz. Jetzt. Gleichzeitig hier. Ja. Auch die Chance geben, sich zu zeigen. Jetzt das Reis ist soweit gut, habe ich einfach durch Sieb das Wasser weg. Und jetzt mit ein bisschen Öl, damit es damit das nicht zusammenfliegt. Ja. Aber nur was, okay. Und jetzt kommt die eingelegte Hähnchen in Joghurt und Zitrone und Joghurt, Zitrone und Safran und Salz und Pfeffer. Ja. Und das bleibt, und was hier durch Sieb praktisch kommt hier drauf, das ist besonders, was die Reis am Ende locker, aber ganz gut. Nimmt dann auch den Geschmack vom Hähnchen an wahrscheinlich. Von Hähnchen und Duft von Safran, was unten ist, kommt zu gelten. Und ich vermute, durch die Reismenge allein werden wir lassen. Ich habe es so gemacht. Das ist ja die Aufteilung. Und am Ende der Reis. Genau, und die bekommt das Übrige. Genau. Ganz am Ende kommt diese Tuch drauf, was praktisch das ganze Dampf, praktisch Hähnchen wird, das war roh, das wird nur durch Dampf jetzt gekocht. Was soll das denn? Das ist ja jetzt das hier, ach jetzt. Aber jetzt ist doch, warum brauche ich den Tuch, wenn ich hier nicht habe? Vielleicht noch etwas sagen. Ja, Tuch, wenn ohne Tuch ist, dann das Wasser tropft wieder in Reis. Aber so ist das ganze Dampf durch Tuch gezogen. Okay, und Reis wird dann locker. Okay. Jetzt kannst du das drauf machen. Und jetzt ist halber auch so weit. Auch die Gewürze sind hier nicht gewürzt. Wir haben sowas auch zu Hause. Nein, aber ich hätte mal noch mal. Oder Küchenjugend oder was man auch immer hat. Grillabend und der Schwenkabend am Freitag oder am Samstag nichts mehr im Wege. Und wir wollen jetzt auch hier weiter nochmal beim kleinen Hals schauen. Also die Assistentin sucht jetzt das Kühlhaus. Vielleicht möchte ich das in ihre Kamera aufpassen. Nein. Sie sehen eben was Interessantes. Jemand verschwindet hinter einer Tür, die man nur von außen aufmachen kann. Ist auf der anderen Seite auch ein Griff? Ist das eigentlich sicher? Oh, wir haben ja. Ist das schrecklich oder? Das sehe ich gut. Also, soweit ich die Suppe gehe und Eisdeck noch nicht. Nee. So, nachdem jetzt niemand mehr da ist, übernehme ich jetzt diese Küche hier an der Stelle. Ist aber auch keine Kamera da, also interessiert das nicht mehr. So. Jetzt ist auch die Oberschiene. Ja. Das ist wunderbar. Ja. Und dekorieren. Ich wollte mich wohl abkommen, wenn ich noch ein bisschen mehr. Heute wollte ich einmal sein, denn wir haben keine Punkte. Genau, hier wird jetzt, auch noch schön dekoriert. Jetzt ist halber schon sozusagen fertig. Wow. Und jetzt, damit das ein bisschen aus, besser aussieht, macht man so. Ein bisschen Platz da. Ah, ist einfach so.
glaube, das kann man noch so kneten. Das ist so ein bisschen wie über Knete. Das wird jetzt noch dekoriert. Also das wird schon dekoriert, eher gesagt. Der Nachtisch ist jetzt schon fertig und er bekommt jetzt noch seinen klassischen Touch. Das Auge ist fertig. Assistentin sucht Touch. Das ist praktisch fertig, die Nachspeise, und jetzt fange ich mit Salat, damit alles gleichzeitig auf den Tisch kommt. Das war kalt, oder? Das ist mein Kalt, ja. Okay. Das ist Nachspeise, ja. Also das Interessante ist, dass hier offenbar die Nachspeise schon fertig ist. Weiß ich noch nicht dann. Sonst kann, ach ja, hier geht doch der Französisch. Ich weiß nicht, ist gleich. Ja, ich habe mir die Köche die ganze Zeit gemacht. Also die Bier seid ihr auch noch. Ich habe auch was. Ja, natürlich. Natürlich habe ich das Zeit gut vorbereitet. Gehört immer dazu. Ja, hier sollten wir mal kurz die Köche schießen. Hier bestreichen jetzt die Aubergine mit dem französischen Frischkäse. Ja. Lassen die einen Moment ziehen, damit sie ein bisschen durchziehen können. Und werden sie dann nachher rollen. Ist das ganz normaler Frischkäse? Also das ist ja Frischkäse. Das hier ist jetzt Dressur. Die werden wir nachher einfach so rollen. Das war nicht so wichtig. Genau, einfach so rumrollen. Eben, genau. Ein ziemlich würzigen, weil die Auberginen ja nicht so einen starken Geschmack haben, sondern einfach nur umkicken und fertig. Wunderbar. So, jetzt gehen wir hin. Nehmen wir auch. Ich bin doch als Moderator schon ganz voll. Ich bin jetzt nicht fragen, was meine Knoblauch kommt. Vor allem frage ich mich, wer die Routine mit Knoblauch ist. Das finde ich super. Das finde ich gerne. Das Ganze. Das Ganze. Jawohl. Wollt ihr mal kurz bitte eine Kamera rüben für Assistentin schwenken, die gerade so sehr schön schneidet? Wollt ihr mal von vorne schneiden? Nein, nochmal weiterschneiden. So. Wunderbar. Jetzt. Jetzt sind die Würfelchen so richtig geschnitten, oder? Das ist voll Salat, ja. Muss das nicht kleiner sein? Muss ich das nicht mal kleiner schneiden? Das ist eine Salat aus Mashhad. Wie viel ist das? Ja, Salat an. Die Beine, ne? Nein. Doch, da warten wir jetzt gerade. Die Beine und unser Kamerateam wird es dann groß filmen. Ja, bitte alle mal kurz drehen. Nicht ich, sonst haben wir nur zwei. Bitte zu beachten, dieser Tisch ist schon wieder leer. Ich merke die Hauptsache, was passiert hier drüben auf dieser Anrichte. Ja, ja. Gut, dann schauen wir, was passiert jetzt. Jetzt kommt der Salat vermutlich dran. Korrekt. Wir haben da keine Kamera für hier drüben. Kann ich das reinmachen? Ich glaube, wir haben nicht geahnt, dass das so schwierig wird, dieser Job heute schon liegen. So, das ist dann einfach. Hier der Salat. Ich stelle den hier hin. Okay. Ja. Der eine Teller. Das ist mein Teller. So. Das lösen wir später. Wir setzen uns nachher. Eigentlich müsste das jetzt sowieso irgendwie hübsch geschnitten so. Wie das? Genau dasselbe. Ja. Gut. Ja, ich wollte hier noch erwähnen, also falls es jemand von den Zuschauern aufgefallen ist, dass hier ab und zu mal jemand abtaucht oder wie entsetzt da hinten springt, wir haben natürlich eine gute Kochsendung und dann haben wir auch Kabelsalat natürlich. Also wenn Sie nicht wundern, wenn mal ab und zu ein Moderator verschwindet aus dem Bild. Wunderbar. Wir gucken jetzt noch beim Schwefelfilm bei Caroline, nämlich geht hier gerade am Tomatenschneiden. Ach, danke. Oh. Das war ganz von selbst. Das ist alles für den Salat, Kamerin? Das ist alles für Salat. Und dann kommt Paprika und Petersilie und Salz und Pfeffer. Das ist praktisch ganz einfach, aber die Mischung, das schmeckt schon mit Reis und Hähnchen. Den Knoblauch. Sehr schön. Einfach, ja, aber einfach gut. Aber lecker, ja. Genau, das ist ja auch wichtig. Ja. Genau, für jeden Studenten einfach, das kriegt jeder hin. So. Tomaten. Was ist das? Zwiebel, Gurke, Paprika, einfach würfeln, Salz und Pfeffer dran. Fertig ist der Salat. Für jedes gute Date ganz schnell noch einen Salat geschaffen. Wunderbar. Können Sie bitte Ihren Protagonisten mal fragen, warum da kein Knoblauch dabei ist? Aber gerne. Ist ja auch sehr wichtig bei jedem Date. Warum ist da kein Knoblauch dabei? Das ist eine von wenigen Salaten, wo kein Knoblauch kommt. Ich weiß nicht warum, aber das ist. In Mashhad macht man keine. Ich mache jetzt auch nicht keine. Ja, wunderbar. Also, ja, wie gesagt, wenn man das mal seiner neuen Angebeteten dann
präsentiert und wenn man danach nach Knoblauch riecht, ist das glaube ich was. Ja. Und Kassem, okay. Deswegen ist das glaube ich ein guter Salat für zwei oder dritte Date, wo man dann mal. Ja, was sind das jetzt für eine Sendung? Dann, ja. Tja, wir müssen doch bei Studenten bleiben, oder? Nein, ich belasse das Thema dann auch hierbei. Und das ist die Frage, warum keine drittes und ich viertes und erstes belassen wir jetzt mal. Jetzt gehen wir zum Knoblauch. Natürlich, das lassen wir den Studenten frei. Danke. Achso, hier passieren jetzt erstmal die Skampen. Ich bitte her. Jawohl. Das kommt jetzt wohl die Knoblauch. Jawohl, genau das. Jetzt wollen wir mal gucken, was unsere Assistentin von Eisdeck macht. Den Namen haben wir jedoch mal erwähnt. Sie schneiden Knoblauch und Fingerspitzen. Ja. Sie sind sicher, dass Sie da heute noch fertig werden? Nein, ich habe ein Gefühl, Sie werden hier einen Denkverfaktor kriegen. Das ist gar kein. Ach, sie hat einen kleinen Fehler gemacht. Aber gar nicht schlimm. Also hier haben wir jetzt gerade ein Problem, es wurde die falsche Seite verwendet. Die sieht aber genauso aus. Ja, die ist aber erst noch sauber, wenn Sie sehen. Moment. Sie wissen ja, wie es davor für Effekt ist. Ich kann das ahnen, ja. Ja? Aber ich hätte noch eine leinhafte Frage. Warum verwendet man da keine Knoblauchpresse? Ist das nicht so gut? Erstens mal, weil ich keine habe. Ja, dann wollte ich, wir können es nur zusammenlegen. Also. Ja, ehrlich. Wir spendieren dem Mensa nun eine Knoblauchpresse. Ja, ja, also den Knoblauch, den wir bräuchten, dafür wir eine Knoblauchpresse auch etwas zu bleiben. Ja? Wir reiben das. Nein, das geht schneller. Es geht schneller, richtig. Wir reiben das einfach auf der Reiber. Jetzt haben wir da jemand dazugelernt. Wie machen Sie im Sommer? Mit der Knoblauchpresse. Okay, gut. Die lassen jetzt ganz still. Alles gegeben. Alles so. Ah, wunderbar. Ja, also hier drüben wird jetzt der Tanzung gleich finalisiert. Das heißt, eigentlich sind wir bald fertig, habt ihr das Gefühl, oder? Ja, ein bisschen dauert es noch. Was ist ungefähr der Zeitbedarf, den Sie noch Ihrem Zeitplan noch schätzen? Wir brauchen noch so eine Viertelstunde, glaube ich. Eine Viertelstunde? Ja, wie haben wir denn? Naja, was sagt denn unsere Regie? Wie viel Zeit haben wir denn noch? Dann muss ich mal. Ja, wir wollen ja keinen Zeitdruck machen. Wir sind nur langsam auf euch. Ich liebe Zeitdruck. Ja. Wir werden uns jetzt alle mit dem Mikrofon hier engeln. Keine Chance mehr. Ich glaube, ich gebe Ihnen das jetzt mal. Das ist ein Nicht. Ja, kein Problem. Ich nehme gerne die Schuld auf mich. Ja. Hier wird eigentlich Petersilie geschnitten. Ich glaube, das. Aber hier wird was angedünstet. Das ist diese Barbarissen, die jetzt. Barbarissen? Kennst du das Kamerateam kurz ab? Ich möchte unsere Moderatorin darauf hinweisen, dass eine unserer Q-Cards einen Text hat. Ja. Oh, danke schön. Und zwar haben wir einen Gewinner für das erste, für das Schwenkhoff-Paket. Und zwar ist das der Markus Glauben, wenn er seine Telefonnummer auch angegeben hat. Wenn nicht, also ich glaube schon, wenn. Und wenn nicht, Markus, dann schickst du sie nach. Denn das würde ich mir nicht entgehen lassen. Und er ist im Fall ein Mitesser braucht. Was? Charlotte? Und das gesamte Orga-TV-Team und ich glaube auch sämtliche Assistenten stehen gerne zur Verfügung, um das dann auch zu vernichten. Heute liegt erstmal, dass Sie umdrehen. Ah, Produktwerbung, das ist ja. Das ist ja nicht öffentlich-rechtlich. Wir können ja gleich einfach gucken, was das ist die Barbarie. Oh, die werden jetzt die Tomaten ganz schnell sauer. Nee, das Napieren war das mit dem Pfannkuchen. Da wurde napiert. Das ist das leichte Übergießen mit. Wo ist der Luxemburg? Fantastisch. Das wächst auch im Durchgang, wenn man kennt. Also das riecht schon mal toll. Das wächst auch im Durchgang. Das hätte man noch fast zu essen. Das ist auch ein in Berlin geplant, war. Ja, auf jeden Fall. Als der in Berlin im Gefängnis war. Ich wusste, dass das alles nicht ist. Und das ist eine Fenster. Ja, leider gibt es noch keinen Riechgarn, aber für alle machen wir ganz toll. Vor allem was Knoblauch und Scampi. Mehr kann ich schon fast nicht mehr sagen. Was passiert denn hier drüben? Und hier auf der Seite werden die Barbarissen, heißt das glaube ich, ich weiß nicht, wissen Sie, was Barbarissen sind? Barbarissen, das ist auch, in Deutschland gibt es in jeder Vorgarten diese giftige, die sind nicht essbar, aber es gibt auch essbare Barbarissen hier. Und woran erkennt man den Unterschied?
an Pflanze, aber so genau weiß ich nicht, aber die meisten... Das ist aber beruhigend. Ja, naja, das ist aus Felsien, das habe ich nicht in Deutschland... Da sind nur die Ungezogenen. Das ist, da gibt es, nehme ich an, ich habe nie gehört, dass es in Felsien giftige Barbaritzen gibt. Okay, dahinter unterlassen wir mal die Fragestellung, warum es in Deutschland giftige Barbaritzen gibt und in Persien keine giftigen. Vielleicht ist das der Grund, warum wir keine Barbaritzen haben. Also ich persönlich weiß jetzt nicht, was eine Barbaritze ist oder was das, wie das schmeckt. Ja, aber die giftigen sind die Vogelbeeren. Wir haben eine schlaue Assistentin hier noch. Ja, also ich wollte hier eigentlich... Aber deswegen gucken wir wahrscheinlich auch nicht so viel damit. In jedem Vorgarten, ich habe es oft in Südweilen, in St. Simbels, wenn man die Häuser vorbeitet, im Vorgarten gibt es, sieht man. Das sieht genauso aus. Okay, ja. Okay, wir bringen rüber. Hier passiert etwas. Oh, hier wird die Sahnesoße gemacht. Korrekt. Wir gehen hin. Sahne, Pesch, Knoblauch, Schalotten. Jetzt müssen wir das Ganze noch etwas ab. Mit Weißwein. Ja, lass das Ganze kurz abkochen. Ja, ich bin also. Sind das zu wenig Weißwein? Ich bin das zu wenig. Gibt es da besonders viel Weißwein? Nein, gar nicht. Ich muss sagen, es ist ein Herber Weißwein. Und dann gibt es ein Krieg. Und zwar, ich sage es mal, ja, sicher. Das kostet dieser Sache, oder nicht? So, wir wetten das Ganze ab. So, jetzt probieren wir das Ganze mal. Die meisten Fehler entstehen, dass ich nicht genug probiert habe. Wollen Sie mal probieren? Ja, deswegen stehe ich auch schon wieder da. Wunderbar. Das haben Sie genau erkannt, dass ich jetzt wieder da stehe. Das macht der Kerl auch so. Nicht in dieser Zeit? Nein. Und geht es? Gut. Man merkt den Flug auch. Ja. Ich glaube, wir werden jetzt etwas anderes moderieren. Ich werde das Mikrofon etwas weiter weg. Achso. Ich gehe mal rein, dass wir hier an der Hand sind. Wunderbar, aber da die Assistentin jetzt hier schon mal gerade auch nicht gebraucht wird, würde ich sie kurz noch in den Mittelpunkt rücken. Oh. Also du bist jetzt erst ganz kurz bei ISEC. Ja. Ja, aber du hast hier die größte Motivation oder das größte Engagement, dass du auch mal in andere Sendungen gehst sozusagen. Ja, man muss ja alles mal ausprobieren. Das ist eine gute Einstellung. Werbung für ISEC machen. Sag mir nicht die richtige Einstellung für ein Unternehmen. Wenn man nie schon Platz. Diese Frau wird es weit bringen. So, ich will dich aber nicht von der Arbeit enthalten, die muss bestimmt gleich wieder irgendwo hin rennen. Jetzt gehen wir mal vor. Ja, wir gehen einfach hin. Machen die Tagesteller hinein. Schwenken sie ganz kurz. Ja. Muss man ein bisschen aufpassen. Ich bin kein Freund davon, der gerne die Soßen zu dick macht. Ja, ist es besser, Nudeln dann oder die Tagliatelle hier dann rein zu schwenken in der Soße? Ist das ein großer Unterschied, als wenn man die dann über die Nudeln gießt? Ach, eigentlich nicht. Das Einzige ist halt, dass, sagen wir mal, wenn Sie Tagliatelle reinmachen, sich der Geschmack besser auch über die Nudeln gibt. Ansonsten ist es so, dass wenn Sie die Soße drüber machen und sie ist zu dick, bleibt die oben kleben und unten die... Die regen fast nichts ab. So, dann nehmen wir den nächsten Gang. So. Und wie geht das jetzt noch? Aha. Da stehst du da. Die Front ist schon fertig. Ja, wir sind fertig. Das dauert nur noch ein paar Minuten. Paar Minuten heißt ungefähr? So, 6-7 Minuten. Also wenn Sie sagen 6 Minuten, dann sind Sie eigentlich genau in 30 Minuten, weil es jetzt... Ja, 2 Minuten. Ja. Ja. Perfekt. So, wie sieht das jetzt darunter aus? Jetzt darf ich nicht hochnehmen, sonst. Okay. Die Zeit nutze ich gerade noch, um nochmal an unsere Sponsoren hier zu gedenken. Oh, natürlich. An das System. An Schröder, denn wir haben uns ja, wie gesagt, das Lenkerpaket gesponsert und nicht nur das. Also, wenn ihr was gewinnen wollt, gewinnt im Orga uni-sc.de. Auf jeden Fall schreiben, denn schwenken kann ja jeder. Und sollte man auch machen. Das Wochenende wird hoffentlich schöner als das letzte. Und dementsprechend. Bitte. Mit Telefonnummer, nicht vergessen. So, ja, das war jetzt genug Werbung für Schröder. Ja. So, jetzt kriegt er eine Pfanne. Die Pfanne steht auf. Das heißt, wenn ich das jetzt hier sehe, ich habe zwar kein Mikrofon, aber sehen kann ich auch ohne Mikrofon. Also wer das mal mitgibt, wir haben also jetzt eine Vorspeise fertig.
Sie haben den Hauptgang fertig. Jawohl, und jetzt das heißt, wir können fast anfangen. Fast ja. Da reingehen, wenn der Tisch richtig macht. Danke, ich bin noch nicht für Sie, die moderieren Sie das auch mal sind. Sie sind hier jetzt fast mit reingehen. Ah ja, und ich bin nass. Ich bin Küchenleiter, der Metzler. Ich bin zum Fleisch. Ja, das freue ich mich. Was sind Ihre Lieblingsschnitzel in der Mensa? Heute gab es Hühnchengeschnitzel. Was ist das? Heute Hühnchen mit Rahmen. Das ist doch genau das. Ich glaube, wir. Und das habe ich mir etwas falsch gemerkt. Ich habe eine Karottengemüse und Reis. Ich habe Ihnen das gesagt. Ja, aber das ist jetzt keine Anfang, ja. Also ich habe ja Fan von diesem Feta-Käse, den schon lange nicht mehr gab, muss ich noch so anmerken. Feta? Ja, habe ich nicht schon mal gesehen. Aber ich muss da Prozess anlegen, den gab es letzte Woche am Montag. Ja, am Montag den gekauft. Hm, nicht gesagt, oder? Da waren wir für Order TV Filmen, da kann ich natürlich dann nicht da sein hier, wenn wir essen. Gut. Gerade nochmal hier die Kurve. Ja, Hascha. Aber wieso ist da so viel Öl drin? Ja, ganz einfach. Müsste eigentlich nicht sein. Sie sind aber sehr kritisch. Ja, haben Sie auch muss man auch. Was unterstellen Sie jetzt hier nicht? Dass Männer nicht so kritisch sind, oder wie? Nee, aber Frauen sind doch so mehr auf Fett als Männer. Frauen stellen sich im Lokal ja auch gerne mal lieber einen Salat als das Schnitzel mit Pommes frites. Okay, gut. Das Wiener Schnitzel ist jetzt, aber okay, jetzt wollen wir das hier nicht weiter vertiefen. So, das heißt, das wird das Letzte, was hier noch fehlt. Jawohl. So, wie sieht das jetzt hier drüben? Wir haben aber jetzt alles hier verbraucht. Ja, wir haben alles benutzt. Wir haben fest, wir haben die Sahne. Die Dille? Die Dille haben wir benutzt. Ach, der ist oben drauf. Und Trainer. Also wir befinden uns jetzt sehr viel beim Herrn Heil. Ach ja. Da war Herrn Magid. Aber Herr Magid ist doch schon fertig. Er wartet jetzt nur noch darauf, dass dieser Wundertropfen hier. Also ich will aber nur, dass hier uns unterstellt wird, dass wir einseitig orientiert waren. Ja. Denn hier wird eigentlich nur gewartet, dass wir durchladen. Ja, und was der Thomas macht, natürlich ist ausführlich und kompliziert. Ja. Es muss ja auch nachgekochen sein. Wir Studenten wollen ja auch natürlich auch Rezepte haben. Ja, ich habe so einen Text rein ausgesucht, ob das leicht zu machen ist. Mit dem Reis rein. Und das ist ein gutes Zeichen, das kommt schon. Dampf raus, das ist ein gutes Zeichen. Kann unser Kamerakind denn mal ganz kurz hierher kommen? Da kommt schon, hier sieht man nicht. Ich glaube, das sieht man fast nicht. Also bei mir, ich finde, es ist auch schon heiß. Da kommt jetzt schon Dampf raus und das heißt, das ist schon fast durch. Die Fahne? Da, das ist noch 5 Minuten Prüfwasser. Da sieht man, dass es fast nicht weiß. Die also da ist schon etwas. Und noch ein Trick gibt es, damit das nicht zu weit ist, macht man einfach Wasser unter dem Topf, wenn das richtig heiß ist, das merkt man. Das ist noch 2-3 Minuten, dann ist. Ah ja, also wenn das Wasser so richtig dann bläschen will, dann richtig heiß. Wunderbar. Das ist noch. Aber das ist auch richtig auf hoher Flamme dann jetzt. Das ist jetzt nicht so. Das ist nicht ganz hoch. Ich habe es nur ganz am Ende ein bisschen hochgestellt. Können Sie das nochmal messen, damit Sie da mal genau. Das ist eine gute Probe, ob das Brei so weit ist. Macht man einfach Wasser ganz unter dem Topf. Genau, und wenn das. Das muss richtig. Direkt, ja, so Dann ist es so weit. Okay. Ja, jetzt das kommt jetzt. Aber ich glaube, da hinten passiert noch was. Da springen wir jetzt nochmal rüber. Das sieht ja, die Assistentin ist jetzt wieder gelingen. Ja, das und jetzt ist wird das lackiert. Das sagen Sie, ja, das ist es. Wenn man mal ein Trimmwort aufgeschlagen hat, sieht man das auch. Das ist soweit. Ja? Jetzt kann ich umziehen. Komm mal nach hinten. Ja. Er rutscht schön in die Pfanne. Wir haben auch ein bisschen wie geschwemmt. Legen ihn auf den Teller. Ja. Und nehmen jetzt unsere Kirschen. Ja. Napieren ihn. Ja. Wunderbar. Dann gehen wir hin. Nehmen wir unseren Puderzucker. Den haben wir hier. Ganz kurz. Ja, da muss ich immer so was zeigen. Mehr. So, ganz kurz, machen wir hier, lang, so. Das sind so die kleinen Tricks, die man sich auch merken kann. Lieber, ich bin ja wieder mal nett. Ich muss das jetzt so sagen. Ja, jetzt. Anladung. Nein, das. Wollen wir das jetzt hier mal vertiefen? Nein, das wollen wir nicht vertiefen. Ich wollte sagen, das ist auch ein schöner Trick, wie man leicht so ein Essen aufwerten kann. Einfach mal.
Eine schöne Verzierung. Oh, ja, was du sagst, doch schon fast. So, jetzt dürfte ich mal, darf ich jetzt fast, darf ich jetzt kurz bitte noch einmal rüber, damit wir abgehängt werden. Jetzt kommt der große Trick. Das ist jetzt eine bisschen Akrobatik. Bitte alle Kameras hier Akrobatik anlegen. Akrobatik anlegen. Und wenn die Moderation springen, komm mal zur Seite. Aber was mir aufgefallen ist, man muss schon so richtig hitzefest sein als Kopf. Jetzt, das ist doch jetzt einfach so umgedreht. Und jetzt? Jetzt kann alles zur Seite. Und jetzt kommt Kopf weggenommen. Und das ist praktisch, das ist natürlich ein bisschen klein. Ein Löffel, ja. Das ist gerade dieser Trick, was ich gesagt habe, dass das, wenn das eine Minute länger wäre, dann wäre das schon zentral. Also wenn man länger den Reis trinken lässt, wenn man diesen Trick mit dem Wasser, dass der dann abdampft, dann... Okay. Das ist jetzt genau richtige, das ist natürlich ein bisschen klein, wenn das ein bisschen größer wäre, das ist, dann wäre Form mehr erhalten. Aber ja, das sieht auch ein bisschen wild aus. Es riecht sehr gut. Gut, damit sind wir, wenn ich das jetzt richtig sehe, darf ich mal kurz bedenken, dem wir Startzeichen gegeben haben, dürfte ich jetzt erklären, wir sind fertig, oder? Das ist fertig. Sie sind fertig. Sie sind auch fertig. Fertig. So, wie machen wir das jetzt? Wir essen das jetzt aus. Ja, wir probieren. Auf jeden Fall mal probieren und ja. Dann machen wir das nochmal. Auf jeden Fall. Kommen wir in eine Garten. Erstmal geklappt. Auf jeden Fall. Bist du zufrieden mit Ihrem Ergebnis? Ich meine, das ist einfach, aber ja. Okay, zufrieden? Auf Ihrer Seite? Ja, ich bin auch ganz zufrieden. Pfannkuchen könnte jetzt ein bisschen dicker sein. Ich wollte etwas dicker machen, aber das ist schon okay. 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 Gut, das heißt, jetzt sind wir irgendwie am Zuge. Ja, das heißt, wir brauchen jetzt irgendwie eine Gabel. Ja. Gibt es hier irgendwo noch eine Gabel? Das ist das Problem. Wir halten uns jetzt mal fest. Wir befinden uns hier in der Mensa der Universität Saarlandes. Wir haben jetzt ein organisatorisches Problem. Meins hatte ich nicht. Ich hatte da einen Löffel reserviert für mich. Löffel ist hier genug. Wir haben noch einen Löffel gefunden. Wir haben das. Wunderbar. Dann machen wir das jetzt mit dem Salat mit Löffel. Ja, gut, fangen wir doch mal an. So, wir fangen jetzt mit der Vorspeise an. Fangen Sie mal an, ich halte mal das Mikrofon zu Ihnen. Das ist die Vorspeise, also die isst man jetzt um so auf eine Kappe. Vermutlich nicht mit Gabel. Normalerweise nicht mit Löffel, nein. Ich das einfach so mit Löffel. Nee, ich achte es nicht. Nehmt es ganz drauf. Okay, wir probieren es jetzt mal. Gut? Super. Hat das die Kamera richtig eingefangen? Wo ist unsere Praktika? Okay, also das ist schon mal sehr gut. Ich nehme noch ein Radieschen dazu. Ja. Aber wenn wir schon bei der Masse sind, sollen wir eigentlich jetzt erst hier die eine oder mischen wir auch? Wir mischen jetzt. Wir mischen jetzt ganz kurz. Das war schon mal ganz einfach. Das nehme ich jetzt mal mit. Wir kommen ins Weite, weil unser Mikrofon sich jetzt ganz verengt hat. Entweder wickelt sie es ein oder wir haben gar keine Chance. Aber wir wandern jetzt mal rüber. Wie das die Kamera macht, ist mir relativ egal. Wir wandern sowieso die ganze Zeit hin und her. Das ist jetzt zu kurz für mich, das müssen Sie jetzt machen. Ja, ich halte das auch. Ja, halt am Lied, ja. Ja, wollen Sie nicht rüberkommen, bitte? Ja. Kann man Löffel mitnehmen? Ja, sicher. Komm, das können Sie mal sehen. Kommen Sie mal mit, wir haben noch weitere Löffel. Das ist ein komisches Problem. Ja, das sind so die spontanen Sachen, die dazukommen. Man könnte nicht sonst auch immer einen Löffel mit dem spielen. Ja, wir können das gerne. Da haben wir noch einfach den Löffel. Genau, wunderbar. So, dann können Sie bitte mal zur Konkurrenz rüberkommen. Dass Sie mal... Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Das ist jetzt der Brücker. Das ist optisch, das ist ganz toll. Dankeschön. Sie machen sich ja, mit Löffeln ist das ist natürlich jetzt die richtige Art, wie man das ist die Aubergine. Wir haben uns wieder mal... Sehr gut. Ungewöhnlich mit dem Fisch, sehr gut. Drin, aber es ergänzt sich halt sehr gut. Ja. Sehr gut. Super Kombination. Ja. Ja. Dann gehen wir jetzt mal auf die andere Seite.
Was mache ich, wenn ich so ein Gerät nicht habe? Was mache ich dann damit? Können wir genau gut eine Pfanne machen. Dann bitte, dann kann ich das. Korrekt. Okay. Oder wenn ich wollte nur mal. Sowieso Grillwürfel. Wenn man schwenkt den Soll, dann kann man auch, wenn man dann so Würfel im Grill wirft, dann auch mal die Maschine auf den Grill werfen. Okay, die werfen Aubergine auf den Grill. Die Maschine nicht immer. So, jetzt gibt es nur noch ein Problem für mich. Ich muss jetzt eine Ecke erwischen, wo keine Tomate dabei ist. Ich esse keine Tomaten. Jetzt würden nämlich alle diejenigen, die mich kennen, sich wundern, was ist denn der jetzt? Aber ich esse Zwiebel. Aber das konnte er jetzt nicht wissen. Ich nehme die volle Portion. Salat ist gesund. Mhm. Ein frisches, leichtes Sommeressen, was auch zum Kölner dazu. Super. Meine ist das total einfach, morgens zu machen. Ja, wenn das so toll geschnitten wurde. Hm? Ja. Ja, das schreibt unsere Assistentin. Von MTP, nur um das nochmal zu erwähnen. Wir müssen ja natürlich hier mit ISEC auch die Konkurrenz gleich mal nicht. Ja, genau. Oh ja, gerne. Wo der Konkurrenz schon sind. Gut. Dann nehme ich Caroline mit. Kann sie immer bei mir in Küche. Das ist eine. Wenn sie so gut. Okay, also das sind einmal gut. Ja. Was war da dabei noch bei dem? Das war Zwiebeln, Tomate, Gurke und Paprika und Petersilie, Salz, Pfeffer, das ist alles. Das ist ohne Öl, ohne Fett, das ist ganz leicht. Ohne Knoblauch. Und ohne Knoblauch. Ja. Womit wir wieder bei dem ersten Date. Ja, ja. Nein, beim dritten, nicht beim ersten. Aber apropos Knoblauch. Du, die Kamera hat deinen harmlosen Blick jetzt nicht aufgefallen. Kein Problem. Ich bin ja schon länger verheiratet. Haben wir schon recht? Ja. Apropos Knoblauch. Da ist auch Knoblauch dran jetzt. Da ist ein wenig. Ein klein bisschen. Ne? Gut, dann fangen wir doch mal an. Lass ich Ihnen gerne den Vorschlag. Ja, wie soll ich die Flanke jetzt haben? Na, ganz einfach. Kann ich Ihnen das zeigen? Ich schicke Ihnen hin. An der Kante sind nämlich die Schwänze noch dran. Ja. Ja. Und das ist auch in der höheren Küche angesehen, dass man dann am Restaurant die Flanke mit der Hand nimmt. Da würde ich sie mit der Gabel herausziehen. Und zwar mit der Gabel rein. Und mit der ersten Gabel herausziehen. Genau. Ja, genau. Wenn man keine Gabel haben, dann ist das jetzt so. Ja. Ausgezeichnet. Doch, das ist ein Gabel. Ja, fuck. Das ist ein Gabel. Jetzt mache ich das so. Ich stehe dazu. Auch für die Nudeln? Das sehe ich von meinem Spezialassistentin. Die sorgt dafür, dass wir die Nudeln essen können. Ja, die haben die Gabeln organisiert. Aus dem Ost kommen jetzt menschlicherweise nach Gabel. So, das ist jetzt die Variante. Am besten nehmen wir das von unten, da ist noch ein bisschen Butter. Ja. Das kann man übrigens, wenn er einen Tipp noch dazu, das kann man gut im Wok machen, auch diese Mischung. Genau. Wenn Sie zum Beispiel asiatisch machen, können Sie einfach plötzlich Kokosnuss ersetzen, etwas Ingwer hinzufügen und dann hätten Sie einen asiatischen Touch. Klingt auch nicht schlecht. Wenn man Kokosnuss mag. Ach, geht schon so. Ich habe ja noch die andere an. Das finde ich schon mal gut. Ja, Sie müssen das halten. Ja. Also wenn wir jetzt nicht mit den Toten drin sehen, dann ist es gerade scheiße. Das kann ich jetzt doch nicht. Kein Problem. Sonst kriege ich hier irgendwelche Probleme. Aber ich hätte jetzt gleich noch ein Zweifel dafür, dass ich dann Mittagessen hatte. Super. Super. Was aber, wir haben ja noch... Sie müssen jetzt hier... Sonst hätte ich das hier auch alles. So, ich gehe jetzt mal... Wir haben da auch noch eine Gabel. Sie da. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Und schwingen wir schon den Knoblauch heraus. Das schmeckt nicht stark aus. Nein. Das soll man ja auch nicht. Eben, ja. Wie schon gesagt, mit dem ersten Date. Sie haben irgendwie jetzt hier einen Running Gag geschaffen. Ein erstes, gutes, drittes, viertes Date. Ich will nicht. Dann muss ich ja im Gedächtnis halten. Und im Gedächtnis auftragen. Ich glaube, das ist Ihnen voll geglückt. Ich glaube, ich will Ihnen nochmal sagen. Haben wir die ganzen ausgestopft, bitte? Hören Sie schon. Ja, das ist vorbereitet. Ja. Dankeschön. Ja. Das war ja oben. Der Koch hat erlaubt, nicht hingezogen. Ja, genau. Wir dürfen Hähnchen mit Finger essen, essen wir auch. Wir essen auch den Finger. Genau, so ist er nach dem Hähnchen. Sehr gut. Doch, ich glaube, das ist gut, oder? Ja, wir essen noch mal lieber. Machen wir das hier?
Ich bin zurück an der Kamera, aber da sind alle schon drüben. Wir können jetzt nur, dass die Kamera mehr findet wie ich. Gut, dann kann man vergisst gleich alles. Super. So, bevor wir hier weiter zum Nachricht gehen, haben wir da drüben ja noch das Klassische. Ja. Den Namen müssen wir nochmal nachgucken. Das heißt, wenn ein Tatschin. Tatschin, das ist jetzt. Ich mach's auch. Und der gerade dabei wohnt, aber natürlich. Wir sind ja hier richtig schon ausgestattet. Wenn wir noch ein Stück zur Seite kommen, können wir sie auch mit ins Bild nehmen und mit dem Ergebnis nicht ganz offen. Im Fernsehen macht man eigentlich so neben, ach so, ohne, ohne Tomaten muss ich jetzt, muss ich die Gurken und Zwiebeln und auspicken. Scheiße, weißt du, so gibt es immer rot und grün gemischt. Lassen Sie ruhig, ich sortiere mir das nachher für mich selber noch. So, aber das jetzt Fleisch noch nicht zu essen. Vielleicht kann ich mich nicht finden. Ich kann ja nicht essen. Okay. Und, dann kommen Sie einfach hier rum. Dann können wir nämlich für den Herrn Heinz den Teller richten. Das ist eine gute Idee. Kommen Sie mal, Kamera auf den Teller lassen. Ja. Das heißt, Kamera war ein Ding, aber Teller ist nicht ein. Für den Unternehmen. Dankeschön. Und essen wir das jetzt so oder essen wir das auf Milch? Also Händchen, also, muss man nicht genau. In solchen Lokalen, wo man die Massen abkriegt. Mhm. Wir wollen ja keine Werbung machen. Das war genau der Punkt, deswegen habe ich das auch unterdrückt. Mhm. Und die werden jetzt in den Geschäften, wo man die Massen abkriegt. Ich danke sehr. Wie mache ich das denn jetzt? Man könnte jetzt sagen, hier ist mal alles bescheidet. Nein, das sagen wir nicht. Was ich natürlich, ich weiß nicht, ob jeder ein bisschen Barbrezen hat. Haben Sie ein bisschen Barbrezen? Ich hab ja. Bei mir ist das ein paar Tränen. Ich nicht, das war die Ungepflege, oder? Das ist die Ungepflege. Kann das noch nicht anpassen. Also die Assistentin muss vor, die Assistentin muss auf jeden Fall. Ja, und natürlich, genau. Und wirklich fein. Assistentin wäre nicht gelaufen. Ich habe da leichte Probleme hier, dieses Hähnchen. Das muss man einfach mit Finger. Ja, mir ist das zu heiß, ich kann das auch nicht heißen. Ich bin ein bisschen pinzig. Oh, Kamera C ist auch. Schmeckt sehr frisch. Super. Da wäre jetzt nicht so frisch, aber. Wir kriegen gerade ein Zeichen. Ja. Chefmoderatorin. Sehen Sie das Zeichen? Ja, in 3 Minuten. Ich weiß nicht, ob wir 3 Minuten überzogen haben oder 3 Minuten haben. Wir haben noch 3 Minuten, das heißt, wir müssen uns beeilen, denn der Nacht ist ja eigentlich okay, immer das Beste. Okay, dann müssen wir lachen. Das ist ja so eine Inschrift, die man macht im Saal. So, am besten ein Stück Pfannkuchen mit den Kirschen und der Fahne als Kombination. Kaum noch. Was ist das als Dekoration? Das ist einfach eine Fahne mit etwas Zitronenmenü. Ach, Zitronenmenü. Ja. Die kann man theoretisch mitessen, muss man aber ja, nicht. Ja, können Sie jederzeit mitessen. Probiert aber erstmal ohne, glaube ich. Ach, geht das? Ja. Super lecker. Das ist echt toll. Herr Scholz, probieren Sie doch bitte auch. Ich sehe ja so nicht gut. Sie schweigen sich aber. Sie merken, der Pfannkuchen ist nicht so hart. Das macht das Öl, ja, wo ich drin habe. Und damit ist es fast schon zäh. Auf Nachspeise würde ich mich verzichten. Das ist richtig umkämpft hier. Das sind mir auch noch mal so eine Kirsche. Das Kind. Gut? Wirklich. Da ist jedes Gramm Fett gut angelegt. Das haben Sie aber nicht gesagt.
ist das? Das nehmen wir später mal als Otto und Stein. Sehr gut. In welcher Region in Europa würden Sie das positionieren, außer in Österreich? Ja. In der böhmischen Küche? Interessant, klar. Wir sind ja in Italien, wir haben das ja etwas... Würde ich sagen, in Italien, gehört ein bisschen hin, aber... Naja. Das war jetzt politisch, das ist jetzt falsch. Gut, jetzt gehen wir noch zu unserem letzten. Leider schon wieder vorbei fast. Also, wir haben noch ungefähr 60 Sekunden. Aber ja, 60 Sekunden zum Essen. Also, jetzt kann man einfach mit Finger nennen. Das ist einfach schneidisch und Fingerfeld. Darf ich Ihnen ganz kurz überlassen? Ich lasse Sie gerade ganz kurz in der Moderation alleine. Okay. Wenn Sie wollen, natürlich können Sie mit Gabel, aber das ist... Gut, dann esse ich das mit Gabel. Kommen Sie auch her. Ja, genau, die Assistenten dürfen doch auch mitessen. So. Ich probiere später, denn ich muss noch... Nein, ich probiere jetzt direkt. Darf ich Ihnen so kurz geben? Ja. Ich habe vielleicht einen Platz, die Maske zu haben. Ja. Muss ich fragen. Unbedingt ist der Vorsitz entstanden. Oder wenn man gerne früher Teig in der Stadt hat, ein bisschen auch so wie Teig. Ja. Aber ich glaube, dieses Rosenwasser macht diesen Touch aus. Toll. Ja. Also wir merken, wir machen unsere Kamera immer Probleme, weil wir irgendwo da sind. Ja. Auf jeden Fall.